und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anno 1800. Ja, letztes Mal sind wir fast Konkurs gegangen und es sieht immer noch nicht so rosig aus. Wir haben noch 11 Minuten für eine Fregatte, die wir zerstören müssen. Das dauert noch 3 Minuten. Und dann hoffe ich, dass meine Fregatte besser ist als seine Fregatte. Und dann müssen wir auch noch Geleitschutz geben. Also, ja, das wird interessant. So, das da kostet 15.000. Eieiei. Ja. Ich schau mal kurz, ob wir irgendwas verkaufen können. Das Schicksal träufelt mir Gift ins Ohr. Nutzen Sie es weise. Ah, cool. 2,8. Achso, Entschuldigung, hier. Und warum waren die jetzt enttäuscht von mir? Warte mal. Die Handwerker, ne? Umweltverschmutzung. Aber warum? Oh Mann. Ich hab doch. Ja, ne? Umweltverschmutzung. Flugblätter, Streiks und Meinungsfreiheit. Wenn uns die Bonzen das nehmen wollen, dann nehmen wir ihre goldenen Löffel und stecken sie denn sonst wohin. Okay. Alles klar. Jetzt ist die Frage. Also einen Park würde ich noch nicht bauen, ich habe kein Geld. So, ein Varieté. Dann würde ich ja das da verschieben. Und die da. Meine auch. Frau und die Kleinen haben. Dann hier ein schönes Varieté, aber Schiff vom Stapel gelaufen. Hatte das schön wäre es schon so, aber ein bisschen verschwenderisch. So, dann können wir hier daneben noch was machen. Schiff vom Stapel gelaufen. Ein Schiff erster Klasse. Ja. Yeah. Der hat keine Kanonen. Neue Ziele. Haben wir Items? Rathaus. Ja. Nichts für mich. Okay, dann werde ich mal auf Kurs halten. Zu dieser. Gespeichert. So, dann nehme ich die beiden und greife den dann an. Ah, der fährt natürlich weg. Sehr super. Neue Befehle, Admiral. Wie sieht's gerade mit. Ah, die haben gerade was gekauft.
Okay, ist noch gut. Deshalb ist er nicht mehr ganz so gut. Kann das so gedruckt werden? Ich danke Ihnen, dass Sie dieses Verlagshaus gerettet haben. Welch Glücksfall nach dem endgültigen Bruch mit unseren wütenden, ich meine, wichtigen Anteilseignern. Ich brauche Kohle. Dichterische Freiheit. Es trägt Ihre Handschrift. Das ist jetzt, so. Die Mutter wird auch immer nervös, wenn sie Aufruhr wittert. Ja, sorry. Ich brauch Geld. Ich brauch Kohle. Leinen los! So, wo ist jetzt der? Da ist der. Flotte segelt in Formation. Wir haben an Einfluss gewonnen. Minus 55. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir gar nicht. Wenn ich das alles nach hier hinten verlege. Warte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. So, und zwar hier. Natürlich. Hier. Kanonengießerei nach da. Hochofen. Kommt hier hin. Und der kommt hier hin. So. So, und hier baue ich dann auch ein, ups, ein Lagerhaus. Ah, das kann ich gleich so updaten. Das kostet mir zu viel. Gut. Die Menschen lassen sie hochleben. Ja, aber warum? Ups. Cool. Aber wahrscheinlich nur, weil... Oh. Ich fürchte, ich bin viel zu beschäftigt, um an so etwas Profanes wie Essen und Schlaf zu denken. Ja, feiern die jetzt den Hulk oder mich? Wie soll ich die denn einholen, wenn die gegen mich schwimmt? Ja, also weg von mir. Ach, so. Dieser ganze Stress. Ich danke für die Liebenswürdigkeit. Oh, sweet. So, warte, jetzt können wir das da mal machen. Wow, Gulasch ist ja ziemlich hoch. Moment. Ich mache lieber nochmal Gulasch. Spielstand gespeichert. So. Da auf jeden Fall auch mal Stein. Schiff unter Beschuss. Flaggschiff steht zu Diensten. Hä? Ich sehe direkt. Wieso bist du noch da? Hä?
dachte, der wäre schon längst weg. Neue Ziele. Feindliches Ziel erfasst. Fährst du mal weg? Den haben wir letzte Folge schon weggeschickt. Ja, endlich, dankeschön. Wieso wurde der aufgehalten? Das ist ja bescheuert. So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Okay, die Stämme gehen runter, das heißt. Retten Sie mich, wenn's weitergeht. Ich hatte schon befürchtet, dass die Maschinen mich essen. So, die können wir jetzt wieder anmachen. Die können wir jetzt auch wieder machen. Wir haben plus 4. Plus 4000. Ich hoffe, jetzt mit der Konservenfabrik werde ich auch ein bisschen mehr Kohle nochmal bekommen. Ja, die werde ich jetzt nicht mehr einholen, ne? Hi. Uiuiui. Vielleicht weißt du noch nicht, was mit Leuten geschieht, die mich enttäuschen. Ja, vielleicht weißt du nicht, dass es mir bis ans Ende der Welt. Schnurze egal ist. Flotte legt ab. Geleitschutz? Flotte unterwegs. Ich bin verwirrt. Ich sollte anscheinend einen Geleitschutz geben, aber ich wusste nicht, dass es auf Zeit ist. Also, beziehungsweise ich habe doch noch 2 Minuten. Hier, helft euch selbst, Boss. Holen Sie sich das Geschenk vom... Sie haben uns aus der Gosse geholt. Stahläugiger Stahlschiff. Schiff unter Beschuss. Flotte erwartet Befehle. Du bist einer, der Dinge einmal zu oft hinterfragt. Berufsrisiko. Leinen los. Sie zeigen Jing. Meine Hochachtung. Okay. Ein Schiff erster Klasse. Und was soll ich jetzt da machen? Mir fehlen die Rohstoffe. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Stimmt. Neue Befehle, Admiral. Du musst jetzt dringend zurück. Warte, Schoner steht bereit. So lange kann ich ja mit dem kleinen. Was zum Henker? Kurs gesetzt. Schiff unter Beschuss. Leinen los. Ich soll jetzt 2 Kanonenboote und eine Fregatte killen. Segel setzen! Okay. Ich hoffe doch, dass ich dann richtig was Gutes bekomme. Schiff unter Beschuss. Haltet sie auf Kurs! Auf Kurs halten! Los.
Boah, da ist ja noch einer. Ein Schiff wurde zerstört. Neuer Befehl. So, cool. Hopfen. Und Paprika. Hopfen, Paprika. Ja. Genau, da baue ich jetzt einen zweiten, der holt sich dann. So. Oh, Glas. Da kann ich ja jetzt mal ein bisschen mehr Glas machen. Warte, 30, 30, 1. Also, ja, mache ich einfach noch mal. Eine Fabrik. So. Ah, das war jetzt schlecht. Das war schlecht. Trunken wie die Großkopferten. Und deshalb mit dem hat es auch überhaupt nichts gebracht hier. Ja, die sind alle bei 100%, das ist ganz gut. Ich hatte eigentlich ja immer so gedacht, dass die Fabriken nicht in der Nähe sein dürfen, weil sonst gibt es Stress. Aber, naja, die sind ja jetzt nicht in der Nähe, oder? Auf jeden Fall viel Kohle. Ich lass mal das offen, weil sonst vergesse ich das nächste Runde. Schiff vom Stapel gelaufen. Bereit. Ja, super. Und du holst dir jetzt von hier nach da holst du dir jetzt das Rindfleisch und gibst es da ab. Rindfleisch, ja. Passt. Super. Ich könnte jetzt auch wirklich. Nun, haben Sie jemals einen Liebeslöffel aus einer Walnuss geschnitzt? Ich schon. Ich war jung und voll entflammt, doch die Staatsräson hat uns getrennt. Warte, ein Liebeslöffel aus einer Walnuss. Jedes Schiff braucht ein Fest. Nun, haben Regatte? Sie welch höchst Wildtaube. Erfreulich als Kind wurde ich von einer zitternden Gans quer durch den Palast gejagt. Aber nachdem ich ihr die Eier zurückgegeben hatte, wurden wir noch gute Freunde. Was ist nur los bei dem? Als erster Adjutant Ihrer Majestät bin ich äußerst aufmerksam. Neue Ziele? Ich hol mir mal den.
Jetzt halt alles voller Piraten. Das ist nicht so gut. Aber ich gehe mal hier hin. Und dann werde ich bald auch eine neue... Warte mal, wie viel kostet denn... Oder wie viel braucht die 50? Ja, das habe ich ja. Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, ja, das ist wohl wahr. Gut, wie arbeitest du? Nur 90%? 100%. So, Kartoffeln ist 0, aber er wird ja gleich von denen eingesammelt. So, jetzt habe ich halt zwei Kutter auf einer... Auf einem. Ja, okay, das sind Kanonenboote, okay. Da brauche ich noch ein paar mehr Männchens. So. Hier brauche ich 40 und 40, also 40 Stahl und 40 Fenster. Also Fenster brauche ich noch ein paar. Warte, jetzt Blaupause mal aktiviert. Warte, denk mal, dann machen wir mal zwei. Achso, ich wollte eigentlich Blaupause, aber ja. Breiter Eingang. Die Waffenruhe wurde beendet. Oh. Ah, das ist doof. Ja, blöd. Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Ja, was ist denn los? Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie. Okay, also, blauer Himmel, ruhige See, doch innerhalb der Mannschaft baut sich eine Meuterei zusammen. Die anstrengende Expedition, die rationierte Verpflegung, die drohende Gefahr und der ständige, zermürbende Mangel an Anerkennung. Es fehlt nicht viel, um den Gehorsam der Mannschaft ins Gegenteil umzukehren. Sie vereinen sich hinter ihren charismatischen... Was geschieht, ist für Landratten. Mein Revier ist die Hohe See. Ja, sehr gut. Also ein Treffen zwischen Leutnant und Deng. Der kann klar... Feuer ist ausgebrochen. Ja, warte, ein Exempel statuieren. Vermeiden. Okay, dann, ja. Die beiden Männer können eine Einigung finden. Die Forderungen des Kaplans sind nachvollziehbar und die Einschränkungen des ersten Leutnants sind logisch. Sie einigen sich darauf besser und bla bla bla. Okay. Ja. Ja, komm. So, und wo brennt es jetzt? Wo brennt es? Oh. Da habe ich doch eine Feuerwehr, oder? Ich ahne Gutes in Ihnen. Ja, aber ich weiß nicht, wo die Feuerwehr ist. Ich sehe die nicht. Wahrscheinlich das ganz große rote Gebäude. So.
So, Clipper. Schneidet mir eine Handelsgröße mit größeren. Ah, cool. Aber ich brauche eine Fregatte und danach einen Clipper. So. Tja. Die Flammen wurden gelöscht. Super. Läuft bei mir. Es wird ja nur später echt interessant mit den Eisenbahn und dem Strom. Das wird nochmal. Da muss ich hier eigentlich einiges nochmal umdenken, umstrukturieren. Das bedeutet uns viel. Genau, die werden ja auch gleich. Okay, Feuerwehr, 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 Feuerwehr. Ich sehe die Feuerwehr nicht. Wo sind die? Da ist eine. Na fett. Oh Gott, oh Gott. So, wieso? Ach, mir fehlt es daran. Aber Getreide haben wir nicht. Genug. Ich habe hier kein Getreide mehr. Dann, ja. Puh. Es fehlt an allen Enden und Ecken. Aber vor allen Dingen, was schwer jetzt ist, ist, dass ich zu wenig Bauern, ne? Noch mehr. So, jetzt hat er. Gespeichert. Mehr Bauern. Wir brauchen mehr Bauern. Ja, nee. Die wachsen schon nach. Die sind ja jetzt voll zufrieden. Außer Umweltschutz. Die Waffenruhe wurde beendet. Der braucht noch 2 Minuten. Ah, wir sind schon wieder auf eine halbe Stunde. Ich will jetzt eigentlich immer auf 20 Minuten haben die Folgen. Aber naja, es ist Arno, da verliert man die Zeit voll aus den Augen. Deswegen, naja. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und
Wir warten noch kurz auf... Ah, okay, ich dachte, wir brauchen nur, nur 20 Glas, aber wir brauchen ja mehr. Gut, dann nächstes Mal bauen wir die Operette oder Kabel... Was ist das? Varieté, ah, okay. Und, ja, genau. Ich glaube, wir sind jetzt wieder ein bisschen safe. Und, ja, wir müssen dann die Kanonenboote noch, kicken. Das war ein bisschen nerviger, dass der Pirat dann auch noch... Warte, da unten ist halt alles voll. Hier ist einer, da oben ist einer, da ist einer. Naja. Ist diese Form der Selbstlosigkeit angemessen? Auf jeden Fall. Ja, unbedingt. Gut, dann ja, bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen tollen Tag und ja, bis dann. Bye.